Hallo Leute, willkommen beim LS19 Survival im Niemandsland. Dies ist Teil 100 und dies ist auch vorerst die letzte Folge vom Niemandsland. Wir nehmen heute also Abschied vom Niemandsland. Aber die Niemandsland wird nur in Rente geschickt, sie wird nicht völlig beendet, denn wenn ich nochmal Mods baue, die hier gut reinpassen, dann werde ich die Niemandsland wieder aus der Versenkung rausholen, die Sachen hinbauen, vielleicht ein, zwei Folgen spielen und sie dann wieder weiter in Rente schicken. Das ist ja heute modern so mit der Rente. Viele Rentner arbeiten ja hier und da nochmal und das muss die Niemandsland bei mir auch machen, denn ja, so ganz in Rente schicke ich die wahrscheinlich nie. Gut, und ich dachte mir, zur Feier der 100. Folge machen wir eine Rundtour über das, was ich hier schon gebaut habe in den 100 Folgen. Großteils zusammen mit euch. Ihr habt mich immer fleißig unterstützt mit eurer Meinung und Abstimmungen und allem Möglichen. Und hier hat alles angefangen. Da war ich voller Illusionen über mein tolles, berauschendes Erbe. Und ihr wisst es vielleicht noch, dann bin ich in diesen ollen Hof gekommen, wo alles verranzt war, alles ganz eklig, nur ein winziges Feld und musste praktisch ganz von vorn anfangen und hatte viele Träume und eigentlich habe ich fast alle diese Träume realisiert. Und ja, diese realisierten Träume, die fahren wir uns jetzt anschauen. Hier ist ein kleines Dorf entstanden. Die Häuser sind Häuser, die zu der Karte gehören, also von Alien Jim, die Wohnhäuser. Und hier sieht man auch ziemlich deutlich eigentlich schon meine persönliche Entwicklung. Denn man könnte sagen, dass Niemandsland mich auch ganz stark begleitet hat bei meinem Weg zur Modderin. Denn ich hatte vor der Niemandsland schon so ein paar Sachen gemoddet, aus fertigen Giants-Objekten, zum Beispiel hier diesen Supermarkt, den hatte ich schon gemoddet als Verkaufsstation. Also solche Sachen hatte ich schon gemacht. Und dann war mir ganz schnell klar, ich brauche hier unbedingt auch ein Hotel, auch als Verkaufsstation. Das habe ich dann für die Niemandsland ziemlich schnell gemoddet. Das ist auch ein Haus aus Felsbrunn, was ich übernommen habe. Hier der Sweetshop, der ist von Anfang an bei der Karte dabei gewesen. Und der Brunnen und die Bank, das sind auch so Giants-Objekte-Moddungen. Und mein allerersten Mod, den ich selber gebaut habe, da fahren wir später gleich hin, der ist bei meinem Hof, den ich selber im Blender gebaut habe. Und dann ging das hier relativ zügig weiter. Also vieles von meinem Gameplay auf der Niemandsland war im Prinzip meine Mods hier aufbauen und Geld für die zu verdienen. Die Vinotheca war mein erstes größeres Blender-Objekt. Hier dieses Hotel, das habe ich dann selber gebaut im Blender. Und es gefällt mir immer noch recht gut. Also die Vinotheca mag ich richtig gern. Die Kirche, ja klar, die kennt man aus Felsbrunn. Die habe ich nur ein bisschen verziert. Und in der Weihnachtszeit habe ich dann ganz viele solche Stände gemacht. Die Weihnachtsstände sind alle schon wieder weg. Geblieben ist Berthas Imbiss. Auch eine kleine Verkaufsstation und die benutze ich auch gerne auf vielen meiner Let's Play-Karten. Jo, das hier haben wir ja in der letzten Folge noch gebaut. Die Dorferweiterung. Und das Gasthaus hier ist von Alien Jim. Da gefällt mir ganz gut, dass das Dorf jetzt auf dem letzten Drücker noch mal ein bisschen größer geworden ist. Und jetzt... Ah, hier sieht man eines meiner ersten Blender-Objekte. Ich wollte unbedingt einen Unterstand machen.
Das war mir irgendwie das wichtigste Anliegen, ein Durchfahrunterstand. Denn ich fand, es gab für den LS19 nicht genügend Auswahl. Da war immer so einer, den gab es schon frühzeitig, den hatte ich immer überall benutzt und ich wollte eigene machen. Das hier ist sozusagen eines meiner ersten Blender-Werke. Also Blender ist dieses 3D-Programm, in dem man solche Objekte bauen kann. Ja, es ist die schmale Version davon. Hinten beim Hof gibt es noch mehr davon. Und das gibt es auch mit Holz und so. Kann man sich auf meiner Homepage runterladen, aber nicht im Modhub. Die werde ich wahrscheinlich nochmal in besserer Qualität für den Modhub machen. Wollten die damals nicht haben, da war ich irgendwie noch nicht so weit. Aber immerhin hatte ich dann schon mal angefangen, selber Sachen im Blender zu modden. Hier dieses kleine Selbstvermarktungshaus hat mich super inspiriert. Das ist aber nicht von mir, das ist von einem anderen Modder. Aber da kann man auch reingehen und sieht Sachen und so. Und das hat mich dann irgendwie auch zu dem Frittenfritz inspiriert, der später kommt. Und dann wollte ich hier kleine Tierställe haben. Und dann habe ich ein paar kleine Tierställe gemoddet. Könnt ihr auch im Modhub runterladen. Da für Kühe und hier einer für Pferde. Die sind billig, weil kein großartiges Gebäude dabei ist. Und für den Anfang ganz wunderbar, weil wenn man wenig Geld hat, kauft man sich diesen billigen Stall. Erstmal ein Pferd, ein andermal noch ein zweites Pferd. Für den Anfang reicht das ganz prima. Und hier ist so eine ganze Sammlung von diesen Unterständen. Da, das ist hier auch so ein Giants-Objekt, dieses Heulager, das ich zum Multifunktionssilo gemacht habe. Und hier mit den zwei Türmen sieht man mein Fermenter-Silo. Da habe ich dann sogar ein Skript für geschrieben, dass da Gras, Heu und Stroh in Silage verwandelt wird. Ja, und habe ich aber nicht in den Modhub gebracht, weil das sowieso nicht für Konsole genommen würde. Und dann dachte ich mir, dann muss ich da auch nicht großartig noch das Skript optimieren, bis die da zufrieden sind, ein halbes Jahr tüfteln. Kann man sich aber auch bei mir runterladen. Bei mir runterladen heißt bei omatanaspiel.de, das ist meine Webseite und da gibt es meine ganzen Mods zum Runterladen. So, jetzt wollte ich hier noch eine Sache machen. Hier habe ich ja ein altes kleines Blockhaus von Alien Jim, sehr schön. Hat mich auch enorm inspiriert. Wir gehen nochmal rein. So. Möbliert. Mit fast allem, was man so braucht. Sogar mit Gummistiefeln. Also der macht schon tolle Sachen, der Alien Jim. Inspiriert mich immer wieder. Und das verkaufe ich jetzt aber. Eigentlich wollte ich hier ein ganz tolles, großes, eigenes Farmhaus extra für die Niemandsland machen. Habe ich zeitlich nie geschafft. Aber ich habe ja inzwischen ein fast fertiges Farmhaus, das eigentlich auch ganz toll ist und begehbar. Und das bauen wir jetzt hier an den See. So als feierliche Abschlusshandlung. Und ich hoffe, dass ich künftig noch viele schöne, große und kleine Farmhäuser bauen werde. Ah, Farmhaus ist immer ganz hinten, glaube ich. Eieiei, guck mal, was ich hier alles verbaut habe. Ich hoffe, das stimmt, dass Farmhaus immer ganz hinten ist. So. Was?
Ich glaube. Ah, es geht noch weiter. Ich habe so viele Hecken verbaut, dass ich dachte, jetzt ist Schluss. So, auf die Weise sieht man wenigstens auch mal, was ich hier alles verbaut habe. Ich will ja gar nicht wissen, wie viel die Dorothea hier verbaut hat. Und auch Sabrina hat die Niemandsland, glaube ich, deutlich stärker vollgebaut als ich. Also die hat das auch mehr als Bauprojekt gemacht, meines Wissens, und weniger als ich verdiene mir erstmal mühsam das Geld, bis ich bauen kann. Und das hat bei mir natürlich lange gedauert. Aber ich finde, ich habe trotzdem ziemlich viel Zeug verbaut. Eieieiei. Ja, da wäre eine Sortierfunktion wirklich nicht schlecht. Vielleicht auch eine Suche. Ach, jetzt kommen die alle. Das sind die Stahlblumen. Ja, die können wir uns auch nochmal angucken, die Stahlblumen. Ist ein schöner Mod mit schönen Blumen, auch sehr inspirierend. Die haben aber alle Kollision. Und da, wenn man dagegen fährt mit dem Trecker oder so, dann ja, bleibt man da hängen, als wären die aus Stahl. Die sind steinhart. Und da ich da so viele von verwendet habe, da ist es. Ist die Karte auch ziemlich langsam geworden vor lauter Stahlblumen. Verkaufen. So, mir hat dieses Blockhaus eigentlich auch so gut gefallen, dass ich dann nicht so stark den Drang hatte, hier nochmal extra was für zu bauen. Okay. Ja, der muss jetzt bestimmt erstmal nachdenken. Weil das war jetzt ein starkes Stück für ihn, das Farmhaus zu verkaufen. Gut, und ich möchte das neue Farmhaus an eine andere Stelle stellen, die ich dafür extra freigelassen habe, aber auch an dem See. So, gut. Jetzt gehen wir erstmal in den Landschaftsbaumodus. Und zwar hier den Bereich habe ich dafür freigelassen. Mit Blick zum See soll das sein. Ja, will ich das wirklich hier hin machen? Hier wäre ja auch ganz schön. Nö, nö. Ich glaube, hier ist am schönsten. Und tja, Erde. Ja, vielleicht mache ich erstmal Erde und dann ein bisschen gepflastert oder gleich gepflastert. Und dann später ein bisschen Gras. Düm, düm, düm. Also erstmal umschalten. Und eckig würde hier halbwegs passen. Das ist doch gut. Jetzt suchen wir uns hier mal das Pflaster raus. Ja, das ist gut. Können wir es ein bisschen größer machen? Ach, zu dem Weg passt es natürlich nicht so ganz. Da muss ich vielleicht den Weg auch noch nachziehen, dass das wieder passabel aussieht. Denn so kann man das ja nicht lassen. Aber bei dem Landschaftsbau ist es manchmal einfacher, was nachzuziehen, als ja, als es gleich perfekt zu machen. Also so ein bisschen drüber malen ist oft gar nicht schlecht. So, ich nehme mal an, dass das hier voll ausreicht für das Haus. Gucken wir mal. So, und zwar, ah, da ist es ja schon. Das Alpenhaus. Ja, das reicht lässig. Da können wir sogar noch ein bisschen was Grünes drumherum machen. Will ich das jetzt so stellen? Ja, ich denke mal, das ist okay. Ich könnte es auch parallel zum Seeufer stellen, aber dann würde es hier schon
sehr schräg in der Landschaft stehen. Richtig's lieber so aus. So, bisschen so. Und mach das hier mitten rein. Jawohl. Kennt ihr bestimmt aus meinem Alpen-Let's Play. Das ist mein bisher aufwendigstes Haus. So, wie mache ich das denn jetzt drumrum? Ich denke mal, so ein Wegbereich drumrum ist schon mal gut. Vielleicht sollte ich mir auch noch ein Auto kaufen, dass ich dann hier parke. Ich gehe erstmal wieder in den Landschaftsbaumodus. So. Jetzt ziehe ich erstmal den Weg nach. So, ach, vielleicht war das schon das Erddings, was ich brauche. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, jetzt wieder rund. Und von hinten hat es ja auch eine Tür. Ich meine, es steht eigentlich falsch rum, aber ich möchte halt, dass der Haupteingang zum See guckt. So. Und vielleicht mache ich doch wieder mehr Gras drumrum. Hier wollte ich einen Parkplatz. Also gut. Dann mache ich ab hier wieder Gras. Und ich denke mal fast, dass ich das nicht mit einer Hecke abtrenne, weil mir gehört ja hier alles. So. Gut. Jetzt können wir das kleiner und rund machen. Und jetzt kommen hier die Blümchen und die Büsche. Und vielleicht mache ich hier auch noch so einen Buschrand, dass nur hier ein Parkplatzzufahrt ist. Weil da stört das Zackelige nicht so arg. Eine kleine Blumenumrandung. Das ist doch nett. So. Gut. Was haben wir hier? Ah, das ist jetzt nicht... Das ist schön. Den Sauerampfer brauchen wir hier nicht unbedingt. So. Ja. So ist es etwas besser. Ah ja, hier sind jetzt noch die... Nee, sind das die Waldfrüchte? Sieht ganz nett aus, aber... Doch, das sind die hübschen Farnpflanzen und so mache ich hier so ein paar Verstreute hin. Okay. Gut, ich denke mal, das reicht. Dann können wir jetzt zu den stofflichen Dekos schreiten.
Sowas könnte ich mir ja hier hinstellen. Aber besser im hinteren Bereich. So. Ja. Und natürlich zusätzlich auch noch hier so Bierbänke. Ich mache gleich mehrere, denn die ganzen Leute, die hier mitarbeiten, wollen ja manchmal mit mir zusammen Grillpartys feiern. So, und vorne machen wir solche Bänke hin. Damit es auch ein bisschen einladender aussieht. Ja, das ist schon besser. Und vielleicht mal so ein Sonnenschirm. Einfach so. Zwecks einladender aussehen. Dann machen wir hier auch einen hin. So. Passt auch noch eine Hängematte irgendwo hin? Die mache ich hier auf die Wiese. So. Kleine Bäume, ja, vorne. Ich meine, so ein Haus am See, das würde mir gefallen. In echt meine ich. Das fände ich super. Und nee, Rutsche macht keinen Sinn auf dem Asphalt. Aktuell habe ich hier ja auch noch keine Kinder. So. Ja, jetzt kommt das Ganze hier auch noch mal vom Alien Jim. Da vermischen sich seine und meine Mods ganz eifrig. So. Er hat auch noch Autos. Ah, so ein Holzstapel wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So. Ich suche jetzt noch nach den Autos. Oder vielleicht kaufe ich mir noch ein echtes. Ich kaufe mir noch ein echtes. Eine Mülltonne könnte man hier hinstellen, vielleicht so. Ja, jetzt habe ich natürlich gar kein Auto vorbereitet. Aber ich denke mal, das mache ich noch. Ich kaufe mir jetzt noch ein Auto. Mal gucken. Tja, da gibt's nicht viel Auswahl. Dann nehme ich den. Und zwar in dunkelblau. Und die Designfarbe. Oh, krass. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, wie lange das jetzt dauert, bis hier was beim Händler abholbereit steht. Muss er jetzt erstmal drüber nachdenken. Oben sagt er not responding. Naja. Dabei habe ich für den LS19 schon ein relativ starken Rechner. Ja, komm hier. Ah, ja, jetzt tut er was. Sehr gut. Ja, jetzt müsste das geklappt haben.
Jetzt schauen wir uns das mal an. Und dann fahren wir mit dem neuen Auto vom Shop erstmal zum Feriendorf. Ja, das ist jetzt natürlich nicht die Schokoladenseite. Und das hier muss man irgendwie so mit dem See sehen. Ja, so ist doch ganz schön. So, vielleicht kriege ich das später noch mal ein bisschen von oben. Okay, also, wir gehen mal zu dem neuen Auto. Und dann fahren wir hier rum, gucken uns das alles an, das Feriendorf, den Ausstellungshof oder wie man ihn auch nennen mag, und kommen dann hier hinten rum wieder zu dem Hof, können die ganzen Felder sehen und fahren dann noch zu dem zweiten Feriendorf und dem großen See. So. Jawohl. Der Mann gönnt sich ja sonst nichts, Flitzer. Ich meine, mit 121 Stundenkilometern ist er hier völlig schnell genug für die Gegend. So. Ah, und hier, wo es jetzt leer ist, da wollte ich schon sehr, sehr lange eigentlich mal einen Käseladen und eine Bäckerei und so hinmachen. Und die habe ich bisher nicht geschafft. Und irgendwann musste ich erkennen, dass meine Ideen für Mods und die ich hier auch im Let's Play umsetzen wollte, einfach viel, viel schneller sprudeln, als ich Mods machen kann. Und das war dann, wurde für mich dann schon auch ein Problem, weil ich hätte gern dies und das und jenes gemacht und es ging einfach nicht so schnell. Hier ist der Parkplatz vom Feriendorf. Und ja, darum ist es einfach auch nie so ganz fertig geworden. Aber ich werde das jetzt auch so schnell nicht modden können. Diesen Käseladen, der kommt irgendwann. Und dann gibt es wieder eine neue Folge Niemandsland. So, hier kommen wir zum Feriendorf. Wir fahren mal hinten rum. Da ist ein großer Spielplatz und ein Sportplatz und ein Grillplatz und ein kleiner Badesee. Den sehen wir gleich. Hier, der ist vor allem so klein geworden, weil hier das Gelände so schräg ist. Und hier sind so, ja, verstreute Ferienhäuser. Die habe ich auch extra für diesen Zweck gemoddet. Gibt's auch auf meiner Webseite. Und hier ist dann der Frittenfritz. Den habe ich zuerst in Holz für mein Stappenbach-Let's Play gemacht. Und dann hier nochmal in Stein für hier, weil ich fand, das passt besser. Und Frittenfritz ist eine Verkaufsstelle und ein Laden für solche Feriendörfer. Da kann man, ist halt ein Imbiss, und man kann so Sachen kaufen für Badesachen und die Sachen, die man in so einem Ferienhaus so braucht zum Essen und so. Also so ein Multifunktionslädchen. Ja. Und dann, jetzt fahren wir hier mal ganz dreist auf dem Spazierweg. Hier. Wie haben wir das genannt? Gaztelua. Das ist baskisch für Schloss oder Burg. Sowas wie Castello, aber halt auf Baskisch. Und das hier ist für die Touristen dieser Spazierweg. Der ist eigentlich nicht für Autos gedacht. Und der führt vorbei an unserem Feriengästehof. Und irgendwas ist mit den Pferden überhaupt nicht in Ordnung.
Ah, jetzt geht's ihm wieder besser. Ja, hier gibt's einen großen Pferdestall von Alien Jim. Sehr schön ist der. Und Schafstall, kleiner Kuhstall auch. Und ja, wir lassen den mal hier und gehen zu Fuß weiter auf dem Wanderweg bis zur Burg. Und wenn wir zurückkommen, schauen wir uns den Feriengästehof an. So, denn für die Wandertouristen mussten ja auch Wanderwege her. Und da haben wir hier so schön am Waldrand und jetzt mitten rein in den Wald. Und da ist mitten im Wald eine Burg. Und das ist, glaube ich, die gleiche Burg wie in Felsbrunn. Und die hat der Alien Jim hier für die Karte als platzierbares Objekt gemacht. Coole Sache, finde ich. Und hier gibt es dann so einen Imbissstand und so. Und dann kann man hier diese Burg besichtigen. Mitten im Wald. Und da habe ich dann im Let's Play so getan, als wäre die schon immer da gewesen, die Burg. Als Überraschung sozusagen. So. Und jetzt haben wir abgekürzt. Gut. Und das ist hier der kleine Hof, der so traditionell wirken soll, darum mit lauter Fachwerkgebäuden. Die sind von Modelleicher, die Fachwerkgebäude. Der Unterstand nicht, der ist von Alien Jim. Aber hier dieses Farmhaus, dieses Schnuckelige und die Fachwerkscheune sind von Modelleicher. Auch ein Modder, der auch YouTuber ist. Und der Fachwerk-Hühnerstall, den habe ich dazu gebaut, da hinten. Und das Holzsilo, das ist auch eins der ersten Sachen von mir im Mod-Hub. Irgendwie das vierte oder so war das, glaube ich. Und ziemlich beliebt. Und sehr praktisch, finde ich. Ja, und vom Ferienkonzept her ist das praktisch der Hof, wo die Feriengäste zum Angucken kommen können und sehen, ein schöner altmodischer Hof. Und hier werden dann auch mal so Hofführungen gemacht und die Tiere erklärt und vielleicht Kurse über Landwirtschaft und solche Sachen. Also das ist mehr ein Schauhof als ein echter Arbeitshof. So. Und hier kommen wir dann zu dem Bereich von unseren Feldern. Da sieht man das schon. Ich habe insgesamt gar nicht so viele Felder. Im Prinzip das, was ich so bewirtschaften kann. Und wie man hier so sieht, habe ich versucht, die irgendwie möglichst den räumlichen Gegebenheiten irgendwie anzupassen. Auch so dem Wegverlauf anzupassen. Aber auch möglichst helferfreundlich, weil ich gerne mit Helfern arbeite. Ja, und die haben mich ganz gut ausgelastet, diese Felder. So. Hier kommen wir jetzt noch an den Schafen vorbei. Das ist ein offener Schafstall. Zwei davon. Damit es so aussieht, als würden die Schafe frei auf der Wiese rumlaufen. Und den Hund habe ich auch hierher gestellt, weil ich dachte, die Schafe brauchen natürlich unbedingt einen Schäferhund. Und da ist unser Lexion. Der wartet. Ich denke mal, der wird auch noch weiter warten müssen.
Die Windmühle auf den Hügel habe ich ziemlich früh schon gesetzt und eine Verkaufsstation daneben gebaut. Und die verdient gut Geld. Jetzt fahren wir noch zum Schweinehof und dann fahren wir praktisch zurück den Schlenker zu unserem Hof, zum eigentlichen Hof. Die Schweine habe ich ein bisschen abseits gemacht, dass wir die geruchsempfindlichen Touristen nicht verärgern. Aber trotzdem ist das ein Naturschweinestall. Den kennen viele von euch bestimmt auch schon. Den hatte ich mir für hier genauso vorgestellt. Und dann hat das Ewigkeiten gedauert, bis ich den mal fertig hatte. Der wurde dann erst in meinem Ravensberg-Let's Play fertig. Und dann habe ich ihn auch hierher gestellt. Und der ist inzwischen auch schon eine ganze Weile im Mod-Hub. Ja, und ich denke, dass viele den benutzen. Und der Witz von dem ist, dass da halt viele Bäume und Büsche sind, damit die Schweine sozusagen in ihrem natürlichen Habitat leben können. Und damit man hier alles für die Schweine bereit hat, habe ich hier auch noch so ein bisschen Hofgebäude und Silo und so hingepackt. So. Jetzt nähern wir uns so allmählich dem Herz meiner Farm. Auch den Sachen, die schon recht frühzeitig da standen. Hier der Aufbau der Felder und wo alles steht, ist im Prinzip historisch gewachsen. Die Bäume habe ich weitgehend gelassen und nur mal so ein paar kleine weggemacht. Und hier auch die Felsen habe ich gelassen. Und darum, ja, sieht das halt aus wie natürlich gewachsen. Und zum Teil fragt man sich, warum stehen die Gewächshäuser so? Da war halt gerade Platz. Ja, die sind hier übrigens auch sehr einträglich auf der Niemandsland. Und hier waren wir ja schon kurz. Das ist mein eigentlicher Hof, der aus diesen Unterständen besteht. Denn Unterstände brauche ich immer ganz dringend. So, der See, an dem ich hier mein Haus habe, der war übrigens auch schon da. Den habe ich so gelassen, wie er war. Und jetzt fahren wir zu einem anderen See. Boah, so eine etwas längere Tour. Aber ist ja auch die Abschlussfolge. So, da habe ich Millionen verbaut für die Erdarbeiten bei diesem See. Ein großer See. Ich dachte mir, die Touristen, die hierher kommen in die Gegend, wollen ein großes Badegewässer haben. Und dann habe ich ihnen ein großes Badegewässer gebaut. Mit Türmen und immer mal wieder Liegestühlen und so. Gruppen mit kleinen Imbissständen und so weiter. Und Stegen. Und da bin ich dann sogar bei den Erdarbeiten einmal fast pleite gegangen, hab das gar nicht gemerkt. Plötzlich war das Geld alle, obwohl ich vorher sehr viel Geld hatte. Und hier gibt es ein paar Boote und auch so Imbiss und ein paar Inseln hat der See. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Und hier ist noch ein weiterer Frittenfritz, damit die auch hier ihren Imbiss kaufen können und ihre Sachen. Denn hier gibt es noch ein paar vereinzelte Ferienhäuser. Nicht so im Dorfstil, sondern mehr so einzeln für sich. Jedes dort ist eins und dort ist eins. Ich glaube, das war es schon fast. Ja.
Also für Feriengäste, die es gerne etwas privater haben möchten. Und hier kommen wir jetzt zum Dorf zurück. Oh, hier ist auch noch ein Weg, der ins Nichts führt. Ja, sowas. Besitze ich dieses Land? Nee, dieses Land besitze ich nicht. Okay, gut, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so dringend. Falls wir hier mal wieder was bauen, gibt es hier noch was zu tun. Ja, insgesamt würde ich sagen, dass mir die Niemandsland fast von allen Karten im LS19 am meisten Freude gemacht hat. Sie hat mich irgendwie am stärksten inspiriert und hat halt auch so ein, ja, aus einer kleinen möchte gern Modderin, die noch nicht viel konnte, eine richtige Modderin gemacht. Da hat die Niemandsland doch und nicht unerheblich zu beigetragen. Hätte ich vielleicht auch auf einer anderen Karte gemacht, diese Entwicklung. Aber die Niemandsland hat mich da schon bei unterstützt. Und diese Idee, eine Karte zu machen, wo praktisch nichts ist, wo man alles selber machen muss, dieser Zündfunke für diese Inspiration ist einfach großartig. Eine so tolle Idee. Und es gibt viele andere Karten, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe und spiele. Also auch die Mercury Farm, auch vom Alien Gym. Und jetzt neu diese Specular Island, die ist großartig. Und die Ravensberg spiele ich super gerne. Aber diese Niemandsland ist doch was ganz Besonderes für mich. Ja. Darum fällt mir der Abschied auch ein bisschen schwer. Und es ist aber auch kein Abschied für immer. Denn immer wenn ich einen schönen Mod habe, zum Beispiel einen Käseladen oder eine Bäckerei, dann werde ich hier wieder herkommen und noch weiter bauen. Man sieht ja, es ist noch sehr viel Platz, um hier noch viel hinzubauen. Ich werde sie wohl nie ganz voll bauen wollen, weil ich finde es auch schön, dass da so viel Landschaft noch dazwischen ist. Aber ja, ein bisschen was kann man hier durchaus noch ergänzend bauen, würde ich sagen. Gut. Ja, und ich freue mich auch, dass ihr mich hier begleitet habt auf der Niemandsland. Lange. Ich denke mal, das war deutlich über ein Jahr oder so. Und diese ganze Entwicklung mitgemacht habe, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!